Okay, Tag 3 unserer Reise. Wir sind wieder unterwegs. Wir sind jetzt 10 Kilometer geradeaus. Aber heute, ihr seht das, ist es zumindest nicht ganz so heiß. Auch mal eine willkommene Abwechslung. Eigentlich hatte der Wetterbericht heute Sonne und keine Wolken angesagt. Aber die Realität sieht anders aus. Ist nicht ganz so schlimm. Fühlt sich auch mal ganz gut an. Und ja, schön, dass ihr an Tag 3 auch wieder mit dabei seid. Wir halten euch hier aus Dänemark auf jeden Fall auf dem Laufenden. Frühstück war schon ganz gut. Wir wurden wirklich herzlich auch verabschiedet von der Familie, die den Campingplatz betreibt. Obwohl wir erst einen Tag da waren, kann man schon sagen, das war wirklich herzlich und nett. Und mal gucken, wie der nächste Campingplatz dann aufräumen wird. Das heißt 10 Kilometer in die Richtung. Dann einmal links abbiegen über diesen komischen Damm und dann hoffentlich Campingplatz finden. Da vorne, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ne? Da hatte wohl jemand noch ein Häuschen übrig und hat es einfach dann auf das andere gesetzt. Sieht irgendwie komisch aus. Aber naja, auch die Wegbeschreibungen sind lustig. Multihus und so. Also, die Dänen haben Humor. Da drüben ist Röhm, es ist nicht mehr so weit, nur noch 19 Kilometer ungefähr. Und ja, endlose Weite, echt schön eigentlich. Da vorne ist irgendein Dorf oder Städtchen. Mal gucken, das hatte ich gar nicht so auf der Karte. Mal schauen, was das dann ist. Also wenn irgendwo Störtebäcker noch spukt, dann da, 100%. Nein, ist wirklich total hübsch. So eine ganz kleine Ortschaft. Auch irgendein Ballum an der Küste. Das sind lauter so kleine Kapitänshäuschen. Also, Herr der Ringe, der erste Teil. Die wandern zum Feuerberg, um den Ring da reinzuschmeißen. Aber erstmal kommen nur die Auen. Ja, genau, wir sind im Auenland. Irgendwo da muss auch ein Hobbit dahin. Achtung! Hobbits! Ja, so fühlt sich das an. Das ist ein bisschen wie Herr der Ringe erster Teil. Wo man nur Landschaft fühlt. Schön, ne? Das ist echt der Kassenschlager, das Video. So, wenn man glaubt, es gibt nur in Amerika eine Route 66. Nein, wir haben die dänische Variante gefunden. Wir führen straight immer nur nach Norden. Zu Fuß kommt einem das vor wie, ja, Ewigkeiten. Transamerika. Ja, Transamerika. Aber wir wandern munter drauf zu. Irgendwann muss ja diese verflixte Brücke nach Sylt, nach Röhm kommen. Also, mal gucken. So, also eigentlich wollten wir hier Mittag machen, aber wir kamen so schnell voran, dass wir jetzt einfach weiterlaufen. Und dann machen wir irgendwo auf der Strecke da hinten, kommen nämlich schon dann der Damm zu Röhm, machen wir lieber da dann Mittagspause. Okay, 10 Kilometer in diese Richtung kommt Röhm. Diese Insel in der Nordsee und da ist dann auch unser Campingplatz und am nächsten Tag geht es da hinten an die Spitze, weil da fährt nämlich dann Bahaneby die Fähre Richtung Sylt, das ungefähr da liegt. Genau, also wieder mal 10 Kilometer einfach geradeaus. Da geht's nach Röhm. Nicht mehr ganz so weit, dann sind wir da zumindest auf dem Damm, da vorne müssen wir links abbiegen und dann straight Richtung Röhm. Ja. Genau. Ja, wahrscheinlich werden wir da mal Pause machen. Irgendwo auf dem Damm. Und mal gucken, dass wir da irgendwie mal Mittag machen. Also nach der Pause, da waren wir eigentlich der Ansicht, jetzt ist es nicht mehr weit. Und wir haben das Schlimmste geschafft, aber weit gefehlt. Der Damm Röhm war ewig. Und es ging nur geradeaus. Und geradeaus. Und geradeaus. Und dabei wurden wir dann ständig von gefühlten 10.000 Fahrzeugen überholt. Manche davon kannten wir von den anderen Zeltplätzen schon, das war ganz nett, die haben dann gewunken und so. Aber es war wirklich stupide. Und wir freuten uns so sehr auf den Campingplatz und eine eiskalte Dusche. Erste Schritt auf Röhm, yeah!
Also mir hat echt gekraut vor der Tour, oder uns beiden hat, glaube ich, gekraut vor der Tour. Das sind jetzt noch 2 Kilometer bis zum Zeltplatz. Dann haben wir 25 Kilometer hinter uns und der Wagen fällt langsam in seine Bestandteile zusammen. Da dürfen wir uns noch überlegen, wie wir die nächsten 10 Kilometer dann auf Sylt machen. Aber ran! Festland erreicht! Juhu! Super! Jetzt haben wir diesen Damm endlich geschafft. Oh, ich zeige euch den nochmal. Kleinen Moment. Oh, kann man gar nicht mehr sehen. Da ganz hinten. Von da kommen wir. Das sieht echt nach nichts aus. Aber das war jetzt doch ganz schön anstrengend, weil es eben an dieser befahrenen Straße ja längs geht. Okay, also es ist jetzt eigentlich fast scheißegal, wohin wir laufen. Irgendwie ist in jede Richtung Campingplatz. Wenn wir da kein Plätzchen finden, dann weiß ich es auch nicht. Unserer sollte jetzt rechts liegen. Also irgendwo da hinterm Gebüsch. Und da werden wir jetzt mal hinlatschen noch. Die restlichen 2 Kilometer. Ah, man merkt gleich, hier Touristenhochburg. Gibt es auch ordentliche Wege zum Laufen. So Fahrradwege und Gehwege. Und schön, dass man da nicht mehr so an der Hauptstraße laufen muss. Mal eine willkommene Abwechslung, mal so einen richtig schönen Weg zu haben. Ne? Kann man sich auch mal über Kleinigkeiten freuen. Da geht es zum Campingplatz. Das ist der Westerway. Vorne am Ende der Straße haben wir unser Ziel erreicht. Und passend dazu. Ha, Bombenwetter. Besser ging es heute gar nicht. Also während wir gelaufen sind, da die 25 Kilometer war es bedeckt und angenehm. Und jetzt zum Baden pünktlich darf gerne die Sonne rauskommen. Wunderbar. Und selbst der Hund hat sich an sein Schicksal gewöhnt. Bevor wir jetzt hier beim Campingplatz sind, ist ein paar Meter selbstständig. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Er musste auch rausspringen und läuft und läuft und läuft und zieht ehrlich. Also er zieht hin. Man kann ihn nicht aufhalten. Er ist nicht zu bremsen. Für mich angenehm. Ja. Perfekt. Ja, so einfach halt ist die letzten 25 Kilometer nicht. Wunderbar. Wir haben uns auch gerade noch Leute eingeholt, die vorher auf dem letzten Campingplatz waren. Wir haben uns gerade eben überholt mit dem Auto und haben uns zugewunken und Daumen hoch gemacht, weil die sind ja gefahren, wir sind gelaufen. Fanden sie super. Ja, aber wir sind jetzt auch froh, dass wir ankommen. Gehabt. Ja. Der Mopsi, der liegt. Ist bequem gemacht. Ist einmal kräftig abkommen. Nee, einmal, das hätte ich gerne mal. Einmal für die Nachwelt festgehalten. Na, ja. Und? Oh, das war unfallfrei. Da unten liegt schon alles. Der Heimort, dort liegt schon da. Komm, einmal noch. Okay, Oskar ist im 7. Himmel, weil der Hund hat einen Knochen gefunden. Das ist bestimmt der vermisste Camper aus dem letzten Jahr. Und ich habe mir das angeguckt, ich könnte mir das. Das heißt, wir machen hier schon Bremsenstich-Battle. Wer die meisten Bremsenstiche hat, ich glaube, ich habe 50 oder so.
Und du? Bestimmt auch. Deine Beine, die sehen 20. aus wie so ein Streuselkuchen. Ja, furchtbar. Also echt ja, schönen Dank. Ja. Und es juckt. Und es juckt halt auch alles. Ja. Und zwar wegen der Bremsenstiche. Also wir waschen uns auch. Aber wenn ich jetzt das zweite Mal in Folge selbe T-Shirt anhabe, ich habe das ausgewaschen. Wir waschen auch, ja. Genau. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, unser abendliches Resümee. Willkommen zu Tag 3. Stimmt doch, oder? Tag 3? Tag 3. Karte. Wir sind, Moment. Habt ihr ja gesehen. Super Ole Ole. Das haben wir nicht mitgemacht, sondern wir sind dann einfach hier gerade ausgelaufen und einmal abgebogen und wieder ganz weit gerade ausgelaufen. Das war richtig und voll. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind hier geradeaus. Und dann rechts und dann hier rein. Mhm. Genau. Aber das war richtig weit da. Oh. Endlos. Das kam einem so eine Ewigkeit. Endlos vor. Ja, also das war und irgendwie nur halt an der Straße. Die Aussicht war toll. Also das war schon irgendwie ganz cool, aber naja. Nun sind wir hier auf dem Röme Family Campingplatz. Übrigens ist ein sehr schöner Platz. Wir würden wahrscheinlich dann im nächsten Video noch mal so ein bisschen morgen in der Früh haben wir vielleicht die Zeit, euch den Platz noch mal ein bisschen vorzustellen. Und morgen geht es dann weiter mit Hanebü. Genau. Tag 4 steht unter dem Stern Hanebü. Mhm. Und dann setzen wir nämlich über, mit dem Schiff werden wir einfallen auf Sylt. Zeig mal die Karte. Achso, Entschuldigung. Hier. Das sind bummelig 10 Kilometer bis Hanebü. Haben wir keine nächste Karte? Nee. Oh. Die nächste Karte ist bei dir als Urinsulanerin im Kopf. Ja, aber das ist ja hast noch du gesagt, ja. Hast du mir gesagt, ich brauche keine Ausdrucken, weil so kennst du dich aus. Und gerade so, ja. Da brauchen wir keine Karte. So ein bisschen, ja. Genau. Und da wollen wir mal gucken, dass wir unseren nächsten Campingplatz Dünencamping Sylt finden. Mhm. Mal gucken. Und stellt allerdings unser Bollerwagen Bruder Tack eher vor das Problem. Mhm. Weil die Reifen. Bruder Tack macht die Grätsche. Ja, deswegen für diese Belastung nicht ausgelegt. Mhm. Zieht sie, inzwischen hatte ich ja erzählt, verdammt schwer irgendwie. Mhm. Ja, also ich hoffe, dass er die 9,4, 9,6 Kilometer nach Hanebü auf jeden Fall noch übersteht und auf Sylt müssen wir uns irgendeine Lösung einfallen lassen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir da zu dem Zeltplatz kommen. Normal sind das auch nochmal 20 Kilometer. Im schlimmsten Fall haben wir uns überlegt, müssen wir uns mit dem Bus fortbewegen. Da gibt es wenigstens einen Bus. Ja, wollen hier wir zwar eigentlich nicht, aber wenn es nicht, nicht anders geht. Eigentlich nicht, aber wenn es nicht anders geht, weil der Wagen die Grätsche macht, dann haben wir echt eine glaubhafte Ausrede. hier in Dänemark gibt es irgendwie so infrastrukturmäßig echt wenig. Mhm. Also Busse, Bushaltestellen. Ja, haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Dann habe ich heute mal vorsichtig gefragt, ob es denn, wenn Bruder Tack die Grätsche macht, einen Bus von hier nach Hanebü gibt. Ja, der fährt um 14.30 Uhr. Und das war es aber dann auch. Also mehr passiert dann auch den Rest des Tages nicht. Und es ist wohl auch nicht so zuverlässig, dass der dann auch tatsächlich kommt. Also das ist eher so. Sagte man uns. Ich fand das echt, also für so ein mitteleuropäisches Land fand ich das echt merkwürdig. Aber hey, ist dann so. Und dann laufen wir halt die 9,4 Kilometer. Ja. Die Alternative wäre gewesen, mit dem Bus übers Festland und dann irgendwie vom Festland nochmal nach Hanebü. Das wäre die Ausweichroute, da sind wohl die Busse dann aber auch wohl zuverlässiger. Genau. Das war die spannende Reise, Tag Nummer 3. Morgen kommt Tag 4. Bleibt dran, wenn wir wieder loslaufen. Drückt uns mal die Daumen, dass unser Bruder Tack hier nicht die Grätsche macht und ihm alle 4 Reifen einfach auf der Fahrt abfallen. Das wäre echt mega, weil sonst stehen wir vor einem unglaublichen Problem. Und dann freue ich mich morgen auf die Fährüberfahrt. Das wird bestimmt ganz nett. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was uns beim Dünencamping erwartet. Da haben wir nämlich sandigen Untergrund beim Zelten und ich habe extra dafür Heringe gekauft bei. Und wir haben ein bisschen länger Zeit auf dem Campingplatz. Ja, da ne? sind wir dann 2 Tage, bevor es dann wieder zurückgeht zum Auto. Genau. Genau. Ja, eigentlich bisher hat das alles ganz gut geklappt. Vicky hat die ein oder andere Blase,
am Fuß. Die konnten wir erfolgreich. Mit Panzertape abgeklebt. Das geht hervorragend, noch von der Bundeswehrzeit. Ja, das zieht dann beim Abnehmen auch so die erste Hautschicht. Macht nichts, aber damit kann man super laufen. Ist ein toller Tipp, wenn ihr Blasen habt, Panzertape drüber. Da könnt ihr flitzen ohne Ende. Genau. Und sonst haben wir total nette Nachbarn hier auch. Mhm. Und ja. Gibt es zum Zeltplatz sonst noch was zu sagen? Ja, es ist nett. Also es ist deutlich größer als die anderen Zeltplätze. Ja, ist der größte jetzt hier. Ist der größte auch. Mhm. Ich finde ja so familiäre Zeltplätze immer sehr, sehr schön. Ich mag das unheimlich gern, wenn die ein bisschen kleiner sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr gepflegt. Es ist gut durchstrukturiert. Es gibt einen tollen Kiosk mit reichhaltig Angebot. Ist halt Römeux ein wenig touristischer ausgelegt, vielleicht als die anderen beiden Zeltplätze. Der erste war unschlagbar mit dem Schwimmbad. Ja, genau. Cool, ja, das war toll. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert unseren Kanal, lasst mal ein Like da oder schreibt in die Kommentare oder nehmt mit uns Kontakt auf. Und wenn ihr uns unterwegs mal seht, dann könnt ihr uns auch gerne mal anquatschen und so. Wir freuen uns. Dafür laufen wir auch durch die Gegend. Ne? Kontakt. Möchten wir ein bisschen mehr wahrnehmen als mit dem Auto. Genau. In diesem Sinne, wir hauen uns jetzt dann quasi nach einem Film aufs Ohr, weil morgen geht es wahrscheinlich relativ früh um 7 oder um 8 oder vielleicht auch um 8:30 Richtung Hanepi. Genau, okay, also ciao, ciao, ciao. Gute Nacht. Ja, gute Nacht.